Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Barnfinders. Und ihr glaubt es nicht, ich habe jetzt ja mal geladen, nachdem die erste Aufnahmesession durch ist, musste das Spiel mal neu laden. Und Tatsache, das hat funktioniert mit dem Speichern. Das ist man ja gar nicht mehr gewöhnt seit dem Toilet. Ne, was war das? Dem Internetcafé-Simulator, wo nach dem Laden einfach alles im Arsch ist. Aber hier sieht alles noch ganz normal und gut aus. Ich bin voller Hoffnung und Zuversicht. Wir schauen mal. Wir haben eine Menge Zeug eingesackelt. Das heißt, heute wird eigentlich jetzt primär erstmal verkauft, würde ich sagen. Was geht? Kohle muss ja reinkommen. So, zum Öffnen der Lagerstation wird haben wir denn so. Das ist alles Zeug, was zusammengebaut werden muss. Unsellable. Was haben wir denn hier? Ein Käfig. Ja gut. Käfig kann man mal eben machen. Der ist so medium size. Den werden wir so hier irgendwo platzieren können. Okay. Was haben wir noch im Angebot? Wir haben einiges Zeug aus dem Drogenhaus, nenne ich es mal liebevoll, herausgeholt. Hier, okay, der ist auch medium. Klein Staubsauger. Nicht mehr das neueste Gerät, muss man sagen, aber geht schon noch. So, ein Staubsauger. Was haben wir noch? Machen wir auf das Lager. Wir haben hier noch eine Trompete. Ist auch so ein Mittel. Die wird bestimmt an der Wand gehangen, denke ich mal, oder? Ups. Hier. Nee, legen wir die wirklich einfach nur hin? Wird nur hingelegt. Okay, Trompete wird nur hingelegt. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ich hätte die jetzt eher an die Wand gehangen, ne? Aber ist okay. Ist okay. Dann haben wir hier noch was Dreckiges. Son Harry. Das müssen wir nur sauber machen. Das geht aber schnell. Da gehen wir mal kurz zur Cleaning Station und dann geht es auch schon. Ne, hier, komm. Scheiße, Bruder. Nochmal. Muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Und dann mit Q und E können wir ein bisschen drehen. Guck mal. Ja, das sieht doch schon wieder deutlich sauberer aus. Einmal halt den ganzen Schmand abwaschen, ne? Das ist halt bei Gegenstand gereinigt. Ja, wunderbar. Her damit. Der ist sehr groß, der muss dann hier auf den Boden, würde ich sagen. Buff, wunderbar. Was soll das Ding wert sein? 73, gut, da hat sich das Reinigen ja fast gar nicht gelohnt. Hätten wir doch auch einfach dreckig verkaufen können. Aber ist okay. Nehmen wir so mit. Nur Kohle muss rein, ne? Dann haben wir hier noch Zauder Januar. ist okay, ist so ein Schrank, ne? Muss man sich auch mal gönnen. Ist auch groß, 115. Alles großes Zeug, aber alles nicht sehr viel wert, leider. Ne? Kohle muss rein. So. Was haben wir noch? Dann haben wir so einen Computer, den wir zusammensetzen müssen. Ich denke mal, das könnte aber schon passen, ne? Wenn ihr das mal seht, wir haben hier so ein Computerteil, dann das könnte klappen. Es könnte sein, dass vielleicht die Tastatur noch fehlt, aber das finden wir jetzt raus. Ich gehe mal einmal zur Assembling Station. Ah ja, wir hatten ja noch ein Auto. Ein Auto hatten wir noch. Warte mal, ich leg den mal eben mal ab. So. Nee. 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 Ja, Computer, guck mal. Den haben wir. Ah, es fehlt natürlich die Tastatur noch, ne? Die Tastatur fehlt noch. Ich hoffe, das Zeug bleibt dann da gleich liegen und verschwindet nicht, weil ich würde das ungern alles wieder zurück ins Lager schleppen. Aber vielleicht haben wir ja doch alles. Onkel Billy, bist du wieder am Kacken? Ja, ne? Onkel Billy, der räumt sehr gern und sehr häufig seinen Darm leer. Das ist so, da muss man durch. Er hat ein leichtes Darmleiden. Das ist, wie das ist, ne? Da haben wir die Lemon Arc. Die gute Lemon Arc, einmal rein da. Dieses Hin- und Hergelaufen ist ein bisschen lästig, aber wird schon. Ja, wunderbar. Und auf den Bildschirm. Den haben wir ja auch schon. Da müssen wir nur noch Ausschau halten nach der Tastatur. Aber auch die werden wir finden. Da bin ich voller Zuversicht, ne? So. Ist der nicht schön? Neuestes Modell, sag ich euch. Wie gestern vom Laster. Da ist beste Ware hier. Beste Ware. Ja. So, bitte einmal ranklatschen da. Dankeschön. Na gut, ist ja fast komplett, ne? Nur noch eine Tastatur. Was passiert, wenn ich jetzt hier durchschalte? Ach, guck mal, der merkt sich das. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Dann können wir ja doch hier schon das Zeug draufpacken. Das ist nett gemacht. Dann kann man das Lager ein bisschen leer kriegen. Ja, Onkel Billy. Ja, ich weiß, ich laufe hier ein bisschen viel hin und her. Da müssen wir durch. Aber da kann ich dieses Stativ dann noch hin tun. Dann steht das auch schon wieder eins. Ach, guck mal, Onkel Billy guckt sich das Auto an. Was ist denn das Auto wert? 1345. Das finde ich ein bisschen wenig für so eine Karre, ne? Jetzt mal ernsthaft. Was würde denn so ein Oldtimer, wenn ihr den jetzt mal irgendwie verkauft, kriegst du auch mehr als 1300 für.
Aber gut, ist dann so. Was bringt dieser Knopf hier? Verwendbares Objekt zur Interaktion. Ah, ich kann das an- und ausschalten. Man könnte da also noch mehrere Dinge ausstellen, wenn man wollen würde. So, da ist irgend so ein... was auch immer das ist. Und wo ist das Ding mit den komischen Fröschen? Wir haben noch diese komischen... weiß nicht, was das ist. Konsole, ja, warte, die habe ich. Da fehlen uns nur noch zwei Gamepads, die da noch mit dran müssen. Auch kein Problem. Einfach Ausschau halten, ne? Einfach Ausschau halten nach Gamepads. So, einmal die Konsole, weil wir haben noch diese Froschdinger. Das ist bestimmt irgend so eine Sammlung. Irgend so ein Display-Modell, wo man die dann alle hinzufügen muss. Eben Konsole klar gemacht. Okay, das scheint ein Roboter zu werden. Da, das ist das Display-Modell, okay. Da fehlt auch noch das überhaupt grundlegende Ding. Aber egal, ich bimsel dran, was dran geht. Ihr seht, da scheint noch einiges auf uns zuzukommen. Also, da kommt noch ein bisschen was. Das Game ist ganz schön umfangreich. Muss man echt sagen. Aber wir ziehen das durch. Ich hab dann, also wir gehen auf jeden Fall zumindest alle Level durch. Ich muss jetzt nicht unbedingt alles, alles einsammeln und Co. und alle Achievements sammeln, aber wir wollen ja wenigstens sehen, wie viel Delirium-Träume wir noch erleben dürfen, nicht wahr? Und was wir mit Onkel Billy noch erleben. Oder ob wir dann wirklich mal in den Urlaub kommen, ne? Es ist aber erstaunlich, dass auch in diesem Spiel Urlaub wieder ein Thema ist, ne? Wir gehen uns liebevoll zurück an den Toilet Management Simulator, ja? Oh Mann, oh Mann. Also bitte da hinten, genau, sehr schön. Okay, damit haben wir erstmal alles assembled, was man assemblen kann. Und den Rest, ja, werden wir jetzt noch ausstellen und dann werden wir mal wieder den Laden öffnen. Was ist das? Irgend so eine Gun, wer kennt's nicht? Ja, wir sind hier in die USA, Leute, ne? Da ist das so. Uff. 103. Okay. Was habe ich noch? Diesen Ofen. 100. Ach nee, ist gar kein Ofen. Das ist ein Grammophon. Kann ich das hier draufstellen? Durch 105. Sehr gut. Wir feilschen dann noch ein bisschen. Das wir. Da bin ich ja voller Zuversicht. Erneut Leben unter Schwein. Leben unter Schweinen, ich glaube, das ist ein Buch, das wurde über Onkel Billy geschrieben. Und ja, zeigt einfach seine Lebensgeschichte auf. Er lebt unter und auch mit den Schweinen. Schläft gerne mit einem. Du, jeder wie es mag, ne? Dann haben wir noch diese Kette. Alles leider nicht so wirklich wertvoll, ne? Aber die Summe macht's ja dann nachher. Wird das einfach hier hingelegt? Ja. Macht sich. Aber wir sind bei 632 Schmeckels, ne? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Wash and go. Habe ich da noch Platz für? Laden wird langsam voll. Einen habe ich noch. Uff. Ah, noch ein großes Regal. Eins würde noch gehen. Ja, geil. Ist gerade ein kleiner Insider-Moment. Ich muss kurz meinem Bruder antworten. Zu witzig. Geil. Ach, scheiße. Moment, sorry, Leute, aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Die Familie, ne? Ihr wisst das, die Familie. Die Familie. So. Okay, sorry. Bin wieder back on track. Sorry. Aber war notwendig. Ja, 301 ist... ist das mittel? Das ist mittelgroß. Aber das, kann ich das an der Wand hängen oder so, so diesen Stuhl? Würde mich etwas verwirren, aber... ups, vielleicht ans Große? Ne. Den müssen wir hinstellen, dann sind leider alle Stellplätze belegt. Mehr geht da nicht mehr, jetzt haben wir nur noch Sachen, die wir irgendwie in Regale legen können. Müssen wir eben mal gucken. Was haben wir da noch? Das könnte in ein Regal passen. Diese wunderschöne Vase. Wunderbar, ist doch fast voll das Ding, ne? Und dann haben wir noch dieses Bild, das können wir sicherlich an die Wand hängen. Der passt dann leider nicht mehr, der müsste irgendwo hingestellt werden, aber das... ups. Oh scheiße, habe ich das Bild gegen das Klohaus geklötert, das ist nicht gut, ne? Ich hoffe, es hat nicht Onkel Billys Darmgeruch angenommen, das wäre sehr unangenehm. So, Hintertürchen zumachen, Vordertürchen ist auf und ich würde sagen, wir öffnen den Laden, oder was? Ich muss nochmal kurz gucken. Ach, sehr geil. Sehr geil. Moment, ich muss... sorry, Leute. Sehr geil. Ganz liebe Grüße, bitte.
Übermitteln. Sehr schön. So. So, sorry. voll unprofessionell, aber muss auch mal sein. Es geht los, Leute, es geht los. Ich bin ja froh, dass hier nicht so die ganze Zeit so eine Auktionsgelaberei ist. So, wann kommen die ersten Kunden? Komm, Laden ist auf. Hab auch extra nochmal frisch mit Fibris hier durchgesprüht, das passt schon. Ich habe ihn ja auch hübsch gemacht, ne? Also ich finde, er sieht jetzt wirklich ansehnlich aus. So, buff, die erste Kundschaft ist da. Moin. Ja, da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. Bops. Ja, $7, läuft, gönn dir. nimm mal mit, du. Hauptsache, du bist glücklich. So, ich mach mal Musik an, oder? Das Radio ist aus, ist so langweilig. So ein bisschen Hillbilly-Mucke im Background, wieso denn nicht? You got some great... Oh, der nächste. Moin! Hast du denn alles da? Alles bitte, alles wieder. Würde sagen, da geht noch was. Und, oh. Sehr schön, sehr schön. Ah, doch nochmal $4 draufgekriegt. Ja, Ehre. Yeah. Verkaufen. Yeah! Hauptsache, er freut sich, wie sie immer am Dancen sind, so, ne? Da weißt du, du hast einen schlechten Deal gemacht. Deine Kundschaft sollte nicht so dancen. Oder? Gut, wenn ich auch so dance, dann haben wir beide einen guten Deal gemacht. Ich will ja am liebsten, dass wir beide positiv rausgehen aus der Nummer, ne? Kunden sollen glücklich sein, wir wollen glücklich sein und dann geht es schon. So. Okay. Guten Tag. Ja, da muss noch was gehen, würde ich sagen. Da muss noch was gehen. Ja. $26 drauf ist sehr ehrenhaft, aber ich finde, da geht noch mehr. Halla, heieiei. Und gib ihm. Viel Spaß mit dem neuen Plattenspieler, wünsche ich. Der alte Herr steht hier. Guten Tag. Ja, ich bin da, bla, bla. Da muss noch was gehen. Ups. Nennt mich den Falschmeister. Ja. Meister des Falschens. Oh, jo. Nochmal $41 drauf. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Offensichtlich. Heftig. Ja, da kommt jetzt die Kohle aber rein, ne? So, die nächsten bitte. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Unschöne Ware kaufen. Sehr geil. Ist das ein Fuchs? Nein. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Hühnchen. Hühnchen und Fuchs würden sich auch nicht so gut vertragen. Da. Hallo. Ach, Herr Duff. Da muss was gehen, werte Dame. Ja, ich weiß, aber da muss doch mehr gehen. Das ist eine wunderschöne Trompete. Ja, sehr schön. Nehmen Sie sie sich mit und ich wünsche Ihnen einen... Ja, viel Spaß mit Ihrem neuen Musikinstrument. Draußen noch jemand? Am Auto vielleicht? Nein. Die scheinen nur die Leute anzuzeigen, wenn man drin oder draußen ist. Deswegen bleibe ich mal lieber draußen stehen. Guckt euch nochmal diese Detailverliebtheit an. Auf diesen Dielen und so, ne? Das ist schon cool. Beim Auto ist keiner im Laden. Zwei Personen. Einmal du. Oh, du bist öfter hier, ne? Moin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also hättest du auch ruhig ein bisschen mehr springen lassen können, aber ist okay. Wunderbar. Man hat richtig in seiner Emotion gemerkt, wie wunderbar er diesen Deal jetzt fand. Guck mal, die gibt schon gut was weg. Ja, $48 nochmal drauf. Das. Hat sich gelohnt. Nächste Runde bitte. Muss mal kurz auf mein Handy gucken, Leute. Seid mir nicht böse, aber es ist gerade zu witzig. Zu witzig. Ah, jemand interessiert sich für die Karre. Sehr schön. Hallo. Ja, da muss noch ein bisschen gefeilscht werden, das sag ich dir. Und. Oh. Okay. So, let's do it again. Ja, die Kohle kommt rein, du. Jetzt sind wir bei 1749, das kann man mal machen. Viel Spaß mit Ihrem neuen Wagen. Kümmern Sie sich bitte gut darum. Es war nicht leicht, ihn aus diesem... Okay, warte. Oh, das lief nicht so gut, da war ich zu gierig. Oh, Ihre glänzenden Arme haben mich einfach abgelenkt. Muss ich sagen. Und gib ihm. Ja, wie man sich so über eine Vase freuen kann, finde ich einfach sehr schön. Jetzt haben wir hier noch ein großes Objekt und 5 im Regal. 1, 2. Wie kommt der auf 5? Auf Regalen. Ich sehe da keine 5. Ist auch egal. Hallo? Ah, hi. Sie interessieren sich für diesen hässlichen Stuhl. Das ist ja schön. Ja, wir möchten Game of Thrones... Oh, scheiße, Bruder. Wir möchten Game of Thrones zu Hause nachstellen. Da brauche ich so einen Stuhl. Jo, nochmal 75 drauf.
Viel Spaß mit Ihrem neuen Sitzmöbel. Ich glaube, Ihr Hintern wäre zu breit gewesen dafür, bin ich ehrlich. Hätte nicht gepasst. Na, Onkel Billy? Laden läuft heute, ich sag dir das. Hier ist, aber das kannst du dir nicht ausdenken, was hier abgeht. Die rennen uns die Bude ein. Die rennen uns die Bude ein. Guten Tag. Okay, oh. Da muss mehr gehen. Da muss mehr gehen. Sehr gut. Nächster bitte. Jetzt bist du nicht der Auktionator? Komm, ein bisschen muss noch. Komm. Ah. Na gut, okay. 169 für die Gun. Yeah, könnt ihr. Zack, noch zwei Dinge auf Regalen. Ich sehe den Käfig. Aber mehr sehe ich nicht. Was denn noch? Wie doof? Ah, die Kette. Ja, stimmt, die Kette. Die kann man fast nicht erkennen. Diesem räudigen Regal. Ja, wir müssen am Ende dann, wenn die Kohle mal reinkommt, ne? Ja, Kette jetzt oder was? Ja, sag ich doch. Die räudige Kette. Viel Spaß mit diesem wunderschönen Stück. Ja, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Oh, ja. Ah, wie sie sich freut. Ja, nimm mit das Ding, ne? Vielleicht noch den kleinen Tierkäfig dazu. Da können sie die drin aufbewahren. Das ist doch schön. Ansonsten haben wir angeblich noch eins auf einem Regal, das und ein dickes. Auf Lager. Achso, ist auf Lager. Okay, ein Objekt ist noch auf Lager. Guten Tag. Ach, wow. Das ist mal gut gelaufen, würde ich sagen. Bitteschön, bitteschön. Wollen wir eben noch den Rest vom Lager holen? Was weg ist, ist weg, ne? 4506, Leute. Verrückt. Eben das Ding noch ausgestellt, dann kriegen wir das hässliche Teil auch noch eben los, ne? Komm. Uff, so. Und dann geht's nächstes Mal wieder los und wir können wieder uns umsehen, nicht wahr? Genug verkauft. Ist die Lampe an? Ne, wollte gerade sagen, hä? So, kommt da noch jemand? Komm, muss doch. Achso, we are closed. Warte, ich mach wieder auf. Ich will doch das letzte Objekt eben verkaufen. Was weg ist, ist weg. Bidip! Und dann können wir entspannt auf den Laden, auf den PC gucken und schauen, was rumgeht. 99, 49, 99, 99. Da ist er. Er schon wieder. Er hat aber auch ein Fable für die komischen Sachen, ne? $10 nochmal drauf. Ehre. Da geht noch was, würde ich sagen. Ehre. Viel Spaß. Ich will gar nicht wissen, was du mit dem Ding machst, ne? Ich will es gar nicht wissen. So, Laden wieder zu. Wir haben gute Arbeit geleistet. Alles verkauft. Sind bei 4,6. Da kommst du nicht mehr ran. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal, was uns jetzt als nächstes ins Haus steht. E-Mail. Ungelesen. Ausflug zum Haus am See. Okay, wir sollen so ein Ding finden. Hallo Bahnfinders, ich habe einen Job für euch. Ich brauche das Bodenradar, das mein Bruder mir gestohlen hat. Es sollte auf seiner alten Ranch sein. Könnt ihr es für mich auftreiben? Ich bin zu fett und zu faul, um dorthin zu fahren. Ciao. Machen wir demnächst einen Pokerabend? Ja gut, Auftrag annehmen. Düdelüt, Bornhub. So, wo war das jetzt am See, ne? Bitwars. Otis Ranch. Müssen wir Benzin kaufen? Ja, das ist das Ding. Und dann können wir da hinreisen. Ich würde sagen, auf geht's. Man hätte vielleicht nochmal Sachen upgraden können, aber das kann man meistens vor Ort ja auch nochmal. Onkel Billy gibt wieder alles, Vollstoff und gib ihn. Läuft die Kiste. Für den Transport großer Maschinen musst du extra bezahlen. Ja, weiß ich. Weiß ich. Du bist nicht allein. Ich höre da Mr. Mulder. Ich bin zu faul und zu fett, um selbst zu denen zu fahren. Ehre. Du, seine Faulheit ist. Otis Ranch, wahres amerikanisches Erbe. Oh, das ist ja perfekt. Das ist ja gemein. Jetzt, wo es spannend wird und endlich wieder losgeht, ne, da machen wir einen Break. Da machen wir einen Break. Ja, Han. Ist doch gut.
Moin ihr Lieben, ihr hört den Hornkrähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.